Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge, hoffentlich nicht aus der Eurofliegen. Ja, Football Manager 2018 steht an. Das war letzte Folge richtig schlimm, extrem schlimm, schlimmste Folge eigentlich dieses Jahr. Und jetzt müssen wir bangen. Jetzt sind wir in der Deutschland-Position bei der WM. Wir haben das erste Spiel verloren, weil wir extrem schlecht waren, dumm waren und einen Fehler gemacht haben, der so niemals passieren darf. Und Rumänien, Bosnien müssen wir eigentlich locker schlagen. Ah, die schlägst du nicht im Vorbeigehen. Das ist richtig schlimm. Bulgarien hat 2 zu 0 gegen Portugal gewonnen. Und Italien hat den Auftakt auch nicht wirklich gut bestritten mit einem 1-1 gegen die Ukraine. Island gegen Irland spielt heute noch. Das ist ein 2 zu 0 geworden für Island. Und Rumänien wird schwer. Ich werde im 4 zu 3 1 spielen. Also die Fünferkette anscheinend ist die zu heftig für die Jungs, die wir aktuell haben, die anscheinend nicht klarkommen damit, dass man zwei Stürmer auf dem Feld haben kann und trotzdem Ballbesitz spielen kann. Was sehr ärgerlich ist, aber ich glaube, gegen Rumänien müssen wir jetzt einfach mal die einfachen Sachen rauskramen. United möchte Romagnoli haben, 50 Millionen, das ist mir aber noch zu wenig. Ich möchte und warte immer noch auf Real Madrid. Und Romagnoli, kannst du bitte einfach deine Fresse halten, weil ich möchte mich jetzt bitte auf die Euro konzentrieren. Ach, Junge, hier ist doch alles geil. Warum möchtest du weg? Dankeschön. Die sollten einfach die Backen halten. Der Typ muss sich eh auf seine Euro konzentrieren, ne? Nachdem er jetzt auch das Auftaktspiel verkackt hat gegen Ukraine. Unfassbar. Hasenhüttl ist Coach bei United. Russland gewinnt 1-0 gegen Deutschland. Also wir sind nicht alleinig da mit unserem Auftakt. Auch die Schweiz gewinnt gegen Frankreich. Embolo mit einer roten Karte in der 95. Belgien am Abend gegen Norwegen. Und das wird ein. Wir sind gespannt. 2 zu 1 Sieg für Belgien. Bon Giovanni hat getroffen. Also Deutschland und Frankreich auch mit Auftaktniederlagen. Und wir jetzt gegen Rumänien. Haben das erste Spiel 1-1 gespielt gegen Bosnien. Und ja, das Spiel bekommt definitiv eine größere Bedeutung nach der Auftaktniederlage. Wenn wir jetzt hier verlieren, dann sind wir halt raus. Griechenland gegen Schweden eröffnet den Dienstag. Ich glaube, danach war schon wieder Deutschland, oder? Das war Slowenien. Schweden gewinnt 1 zu 0 gegen Griechenland. Alexander Isak hat das Ding gemacht. Und Kroatien, der Europameister von 2020, spielt im ersten Spiel bei dieser Euro gegen Slowenien. 1-1, Piazza und Saovic mit den Toren. Interessant. Also nicht wirklich viele sehr gut gestartet. Auch Dänemark war ja eigentlich nicht auf Siegeskurs, wäre es nicht um den Fehler da gewesen. Also die hatten schon gute Chancen, ganz klar. Die haben es auch verdient zu gewinnen, da bleibe ich weiterhin dabei. Aber sie hatten jetzt nicht die Hardcore-Chance vor dem Ende der Partie, wo wir dann wirklich alles aufgemacht haben. Ich hoffe, das geht jetzt gut, ne? Weil ich habe echt keinen Bock, nachdem wir jetzt 2 Jahre lang da alles vorbereitet haben für diese Euro, dann instant rauszufliegen. Aber momentan sieht's halt wirklich danach aus, weil wir halt einen richtig mistigen Ball spielen. Stockt alles irgendwie bei uns. England, Tschechien, heute. Ach, wir spielen, okay, wir spielen anscheinend. Ach, um 14 Uhr. Das Spiel wurde einfach vorher angezeigt, England gegen Tschechien, aber weil es Gruppe A ist. Okay. Rumänien hat eine starke Form wie eine schlechte. Cosmin Kontra ist dort Trainer. So sieht's aus. 4 zu 1. So soll's heute besser laufen. Und ich hoffe mal, das wird's auch. Es wird ein schwieriges Ding auf jeden Fall gegen Rumänien.
Also Angst ist ein bisschen da, ne? 4-4-1-1. Die werden halt wahrscheinlich auch versuchen, nur auf Konter zu gehen. Jungs, wir müssen halt hier gewinnen, ne? Macht keinen fucking Scheiß, ihr Idioten. Ich weiß, es ist richtig verlockend, einfach richtig scheiße zu spielen, weil man ist ja so cool. Und man braucht ja gegen fucking Rumänien absolut gar keine Leistung zu bringen, weil die sind ja so scheiße, aber so ist es halt nicht. Die können halt auch richtig geil sein, wenn sie wollen. Wir starten gleich auf Angreifen. Wir müssen hier gleich von der ersten Sekunde an Feuer geben, weil ich halt nichts davon, dass man in solchen Spielen dann sagt, okay, abwarten, hoffen, dass irgendwas passiert. Sofort volle Kanne rauf. Bloß hinten halt klug sein. Das heißt jetzt nicht, dass die ganzen Verteidiger auch vorne rumhampeln sollen. Die sollen einfach volle Kanne vorne raufgehen und entschlossen sein. Und sowas darf nicht passieren, Merino. Das ist ein 2 km/h-Ball und er hat Probleme mit der Ballannahme. So, Asensio, auf ihn wird es halt auch ankommen. Der muss halt richtig gut sein. Dennis Suarez ist auf links, rechts ist Iñaki Williams, der gleich mal von Odriozola überlaufen wird. Den Ball aber in die Mitte bringt auf Merino. Unten wäre Grimaldo, aber den spielt er nicht an. Asensio in der Mitte viel Platz. Grimaldo hat jetzt auch sehr viel Platz für eine schöne Flanke. Der kommt sehr gut. Dennis Suarez 1-0 nach 2:40. Ich sag doch, volle Kanne rauf. Jetzt hier nicht irgendein Bullshit machen, sondern zeigen, dass man halt fucking Spanien ist, dass man trotzdem gute Fußballer hat. Dennis Suarez hier leitet er es selbst ein, bringt den Ball auf Asensio, läuft dann sehr gut in die Mitte rein. Grimaldo bringt den Ball nicht lang, sondern relativ kurz auf Dennis Suarez und der halt Volley mit links rein, vorbei am Keeper. Wir bleiben auf Angreifen, gleich das 2-0 hinterher am besten. In der Tabelle natürlich jetzt aktuell nicht so viel zu sehen. Wir müssen da eh erst abwarten, was Dänemark dann gegen Bosnien macht. Oh, du Pfaff. Nee. Du Versch. Nee. Wenn ihr wirklich jetzt sehr lieb seid, ne, hört ihr mal bitte kurz weg. Was ist das für ein verfickter Drecksbastard? Wie scheiße kann ein Mensch im Hirn sein? Holy shit, wie dumm ist der Typ? Okay, bin wieder unten, ja? Alles gut. Sehr ärgerlich, das sollte man nicht machen bei einer Euro und vor allem nicht in der 13. Minute. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr kacke. Asensio, es tut mir sehr leid. Nee, es tut mir sehr leid, Carillo. Oder wen nehme ich raus dafür? Ja, es wird schon Asensio. So habe ich eigentlich das beste Gefühl, dass die das hinkriegen. Ja, glattrote Karte für Odriozola in der 14. Minute. Ich muss das Angreifen sofort rausnehmen. Und jetzt wird es wieder eng. Unfassbar. Wird ihn am liebsten gleich wieder komplett nach Hause schicken, ne? Und das restliche Turnier nur Roberto auf der rechten Seite haben. Also 4-4-1 gegen 4-4-1-1 ist es jetzt. Wir müssen irgendwie versuchen, noch das 2-0 hinzubekommen, bevor Rumänien irgendwie auf einmal wieder dran ist. Das wäre nicht schön. Oder dass wir uns halt zum Sieg zittern müssen. Sind leider gut gestartet. Aber dann kam Odriozola. Haben super Zweikampfstatistik. Wir haben eine gute Passgenauigkeit. Kommt schon, Jungs. Wir können es definitiv hier reißen. Einfach halt konzentriert bleiben. Hat sich nichts geändert bei Rumänien. Die bleiben immer noch genauso. Brauchen jetzt Pass genau. Oh, hatte der schon gelb? Ja. 10 gegen 10. Und Marin kommt rein für Puskas. Und Nedelcu hat die gelb-rote bekommen. Was ein Spiel. 4-3-1-1 spielt Rumänien jetzt. Dann wäre es für uns logischer, mehr über die Außen zu kommen, aber ich möchte den Jungs etwas nichts sagen, weil die sollen einfach ihr Ding machen. Wir sind gerade sehr strukturiert. Hat man gerade schön von oben gesehen.
Und das sollen wir auch gerne so beibehalten. Rumänien hat noch nicht einen einzigen Schuss abgefeuert. Das soll auch am besten so bleiben. Hat aber auch 86% Passgenauigkeit, also das machen sie gut. Hadji hat viel Platz jetzt gerade, obwohl viel um ihn rum sind, aber keiner geht da genug ran. Das war gut gemacht von Carrillo, der aufgepasst hat, den Ball jetzt ruhig auf links hätte bringen können. Immerhin macht Carlos Soler das. Denis Suarez. Am besten nochmal zurück auf Grimaldo und dann selbst loslaufen. Er läuft einfach vom Ball weg, weil er Angst hat. Die Ballallergie schlägt wieder zu. Aufpassen, guter Ball auf Coman. Und De Gea reagiert nicht. Erster Schuss in der 58. Minute von Rumänien und der ist gleich drin. Valinho markiert, macht, denke ich mal, den Riesenfehler, ja. Aber da kriegt er auch keine Unterstützung von Mire. Denis Suarez und auch Iñaki gehen etwas weiter nach vorne. Carrillo wird eine falsche 9. Williams, Iñaki und Suarez gehen auf Angreifen. Dennis Mann kommt rein für Hadji, der den Assist gegeben hat. Carrillo geht und Aguirre kommt. Zehn Minuten noch. Ich gehe Risiko. Und Grimaldo geht. Moreno kommt. Doppelsturm. Wir spielen 3-4-2. Oh Mann, hoffentlich wird das irgendwie was. Zehn Minuten noch. Oh Mann. Drei Minuten noch, 30 Sekunden und Nachspielzeit. Und Rumänien hat den Ball. Und die dürfen wieder machen, was sie wollen. Iñaki, gut dazwischen, aber jetzt bloß kein Bullshit machen. Kein langer Ball nach vorne, sondern noch einmal einen guten Angriff machen. Das ist noch in Ordnung, solange der ankommt. Moreno muss mal sich ein bisschen sputen, der ist da immer noch komplett am Chillen. Und dann kommt so ein Ball. Aber Moreno wollte auch überhaupt nicht den Ball haben, ne? Soler. Komm. Du hast schon die 23, also mach was. Wieder 11 Schüsse, nur 4 aufs Tor davon. Nur ein Tor aktuell. Ganz schlechter Pass. Iñaki muss da sau weit nach hinten kommen. Seitenwechsel auf Suarez. Aguirre läuft super low. Oh, Mann. Iñaki, bitte jetzt ein schöner Ball in die Mitte, bitte. Der sieht gut aus. Oh, yes, Mann. Oh. Ey, geht doch. Zwei, eins. Hier dachte ich schon, weil er den Ball nicht auf Aguirre gespielt hat, dass es nichts werden kann. Der Pass kommt zum Glück durch auf Iñaki. Dann abgeblockter Schuss und dann Aguirre zum Glück. Das ist halt wie bei FIFA, ne? Der Ball kommt immer zum anderen Spieler zurück. Geht der bei uns dann halt auf Aguirre und er macht ihn rein. Jetzt keinen Bullshit mehr machen, wir haben keinen Wechsel mehr für die Zeit. Einfach jetzt halt das Ding mit nach Hause nehmen und Odrio soll ein paar klatschen dann. 3 zu 1, Mire. Sagt so. Unfassbar. Wie sollen das erst gegen starke Gegner laufen?
Ja, schlecht verteidigt von Rumänien, die sie wohl auch aufgegeben haben. Können aber logischerweise immer noch weiterkommen. Aber wenn jetzt gleich Dänemark gewinnt, dann wird es wohl so aussehen, dass man maximal Gruppenzweiter werden kann. Das war zu wenig, Jungs. Und Odriozola, du bist halt kein netter Mensch. Das muss man dir mal so sagen. Sieg im zweiten Gruppenspiel mit Glück. Einspruch brauchen wir da bestimmt nicht einlegen, weil das war eindeutig. Für ein Spiel ist er gesperrt. Oh Mann. Das ist jetzt übrigens ein Monat her, seitdem wir uns bei Real Madrid beworben haben und es gab immer noch keine Antwort. Also gehe ich mal jetzt davon aus, dass er nichts bekommt. 2-2 England gegen Tschechien. Und Niederlande 1-0 gegen Polen. Damit ist der erste Achtelfinalist klar mit den Niederlanden. Und ich bin gespannt, was jetzt Bosnien gleich gegen Dänemark macht. Eine Unentschieden wäre sehr schön. Tottenham macht ein Angebot für Dimata 51 Millionen, aber das ist mir noch zu wenig. So, Bosnien gegen Dänemark um 14 Uhr. 1-1, perfekt. Højbjerg getroffen und Godro. Das heißt, wir können sogar wirklich noch Gruppenerster werden, wenn Dänemark nicht gewinnt gegen Rumänien. Und wir könnten, wenn wir gegen, sag mal ja, wir könnten definitiv halt noch rausfliegen. Aber es sieht gut für uns aus. Bosnien ist halt unser ärgster Verfolger und uns würde dann wohl ein Unentschieden reichen, aber wir spielen natürlich auf Sieg, ganz klar. Wenn wir es dann machen mit Roberto auf rechts. Odriozola geht natürlich komplett raus, wenn er gesperrt ist. Was machen wir dann noch so? Valinho, boah. Ich weiß nicht. Schafft Valinho das? Oder nehme ich Nacho? Ich nehme Nacho. Nacho und Meret dann hinten. Suarez, Asensio, Williams vorne passt auch. Carrillo. Boah, der hat halt schon geackert, ne? Ah, ich weiß nicht, ob ich ihm das zutrauen kann, dass wir ihm dann noch ein Spiel geben. Italien 3-0 gegen Island, Irland 1-1 gegen die Ukraine. Müssen noch gucken, ob Soler bis Montag komplett fit wird. So, mal schauen, Russland im zweiten Spiel gegen Portugal. Portugal hat ja auch keinen guten Auftakt gehabt. Erstmal Norwegen gegen die Schweiz 0-0. Und Russland verliert das zweite Spiel. Portugal mit dem 2-1. Bulgarien, Deutschland am Abend. Deutschland gewinnt mit 1-0. Deutschland ist auf Tabellenplatz 3. Alle haben in Gruppe D 3 Punkte. Das sollte sehr viel Spaß geben in dem dritten Gruppenspiel dann. Frankreich, Belgien. Oh, da gab es viele Tore. Dembélé, 4-1 war's. Dembélé, Mbappé mit einem Doppelpack, 12 Meter allerdings und Lemar mit dem 4. Insgesamt Lukaku mit dem zwischenzeitlichen 1-1 oder 1-0. Es war beides in der gleichen Minute. Oh. Stark. Schweden gewinnt 2-1 gegen Slowenien. In der 93. hat man das Siegtor gemacht und vorher in der 46. Alter, was ist denn da los? Und Kroatien verliert 2-3 gegen Griechenland. Hier weiterhin nichts Neues. Ejelassi hat gerade sein erstes Länderspiel gemacht gegen Belgien für Frankreich. Henrichs ist übrigens gewechselt für 87 Millionen. Wo komme ich denn jetzt mal hin? Bei den Transfers wahrscheinlich. Ne, Quatsch, es war hier irgendwo bei den News, ne? Liegen im Fokus war es nicht, Nachrichten war es. 87 Millionen bestimmt Real Madrid, oder? Ne, Chelsea. Alex Pinto, 77 Millionen.
zu Manchester United. Holy shit. Da haben wir einen guten Transfer getätigt, ne? Haben ihn für 7 Millionen gekauft und Marseille hat ihn jetzt für 77 Millionen verkauft. Krass. Und Dabur zu Marseille? Ja. So, bei Milan geht's schon mal weiter. Tony, so, ja, das interessiert uns jetzt allerdings gerade nicht so wirklich. Locatelli hat das Tor der Saison gegen Spal gemacht. Guedes war Neuzugang der Saison. Bon Giovanni, Talent der Saison. Di Marta, Spieler der Saison. Ah, das, ach, Jungs, wir werden nochmal probieren, einen Titel zu gewinnen, ne, ganz klar. Aber lasst mich please alle in Ruhe. Ich muss mich jetzt auf Spanien konzentrieren. Ja. Und Saisonvorbereitung am 15.07. Und zurück zu Spanien. Oh, wie viele News, holy shit. 28 Grad wird's geben. Einnahmenübersicht, das ein bisschen besser geworden. Für uns werden 25 Millionen zur Verfügung gestellt, aber ich glaube nicht an Transferbudget, ne? Nur so. Ja, nur so. Krei. Ich hätte gerne mehr Transferbudget. Ah, dann können wir uns nach der Euro. So, Soler, 78% Kondition, einen Tag vor dem Spiel, also vielleicht sollten wir dann ihn so zum Ende in der Partie auswechseln. England, Niederlande, das erste Entscheidungsspiel. Und die Niederlande gewinnt mit 3-1. Polen gewinnt 2-0 gegen Tschechien. Und damit England und die Niederlande weiter. Die Niederlande tadellos. 9 Punkte aus 3 Spielen. Die sind aktuell glasklarer Favorit auf die Euro. Ah, du musst dich ja auch im Turnier etwas entwickeln, ne? Also wir sind jetzt von extrem scheiße auf scheiße gegangen. Vielleicht sind wir dann im Finale gut. Jetzt aber erstmal Bosnien. In Messina war es, glaube ich, ne, wo das Spiel ist. Nee, das wollen wir jetzt alles nicht. Wir werden im 4-3-1 bleiben. Rumänien, Dänemark spielen ja zeitgleich. Annehmbare Form bei Bosnien, die jetzt zweimal unentschieden gespielt haben. Husrev Musemic haben gegen Dänemark ein 4-1-3-2 gespielt. Am anfälligsten ging 4-3-2-1. Naja. Also, naja, kann man eigentlich so lassen, ne? Wir könnten auf links noch spielen. Dennis Suarez, Iñaki nur, Aguirre so ein bisschen, Moreno würde ich das auch noch zutrauen. Ja, komm. Wie halt im letzten Spiel, ne? Gleich von Anfang an ballern, dieses Mal aber bitte nur Tore für uns. 4-1-3-2, wie erwartet sogar. Kodro, müssen wir aufpassen, er hat gerade das Tor gemacht gegen Dänemark. Und ja, so ein bisschen wie beim letzten Mal, ne? Doppelsturm machen wir mal lieber nichts, das geht sonst nur schief. Auf geht's, Jungs, ballern, ne? Gleich am Anfang angreifen. Wir wollen hier gewinnen, wir müssen hier gewinnen, wir müssen aufpassen. Und wir knacken uns mal die Tabelle rein, damit wir sehen, was gleichzeitig noch passiert auf den anderen Plätzen. Was nur ein Platz ist, höchstwahrscheinlich. So ist es. Krunic früh mit Gelb. Aber wir müssen aufpassen. Ah, Bosnien mit einer Ecke. Erstmal geklärt. Und Konterchance, Carrillo. Oh, das könnte nice werden. Früh gepasst auf Dennis Suarez. Carrillo läuft oben durch. Unten wäre noch Platz. Suarez bleibt im Ball. Ganz oben ist so viel Platz. Er muss es doch sehen. Ball kommt durch. Asensio 1-0. So soll's laufen. So und nicht anders. Platz 1 momentan.
Auch wenn es noch nicht unten in der Tabelle aktualisiert ist, aber das kommt gleich. Aber hier dachte ich, er verkackt, ne, weil er so ewig gebraucht hat, ehe er den Ball in die Mitte gebracht hat. Und dann ist es sogar die erste Option und nicht die hintere, die ja noch freier gewesen wäre. Kutic stand noch dabei. Gut für uns. Also aktuell Tabellenplatz 1. Wir sehen es unten links. 6 Punkte. Einer mehr als Dänemark. Und wir machen gleich weiter. Dieses Mal sogar bitte wirklich. Das ist Soler. Ah, der Ball kommt leider nicht durch. Roberto vor dem Gegner am Ball. Klar ist allerdings, wenn Dänemark in Führung geht, dann können wir machen, was wir wollen. Die werden dann Tabellenerste sein. Roberto. Ja, Flanke sieht gut aus. Asensio über das Tor. Ibrahimovic übrigens im Tor bei Bosnien, jetzt erst gesehen. Dänemark führt 1:0, damit gehen wir runter auf Platz 2. Wie gesagt, wir können machen, was wir wollen. Wenn Dänemark in Führung ist, dann werden die auf Platz 1 sein. Aber Rumänien hat ausgeglichen. Das könnte interessant werden. Aber wir müssen selbst erstmal das 2:0 am besten machen. Und vor allem schön konzentriert bleiben. Ne? Nicht so einen Bullshit machen wie eben. Ich hatte hier mit einer schlechten 6,5 leider. Rumänien 2:1. Die erste Halbzeit hier erstmal um. Bei dem aktuellen Spielstand müssen wir auch aufpassen, ne? Wenn wir jetzt halt dann nur ein Unentschieden haben, dann wird es nochmal richtig eng. Dann ist da alles durchgemischt. Aber wir führen aktuell und das ist gut. Und wir bleiben auch so am besten. Nicht auf die faule Haut legen, ne? Jungs, weiter pushen. Agide momentan starker Kandidat zum Auswechseln. Bei Bosnien hat man anscheinend das System geändert. Nee, hat man nicht. Man hat aber den Stürmer ausgetauscht für einen Zehner. Deswegen hat es mich gewundert. Moreno, erster Kandidat jetzt, um reinzubringen. Und das wird jetzt auch passieren, weil Carrillo anscheinend zu heftig bedrängt ist in diesem Spiel. Also Moreno rein für Carrillo. Und dann müssen wir bald auf Soler achten mit seinen 63% Kondition. Dennis Suarez auch. Deshalb wäre es schön, wenn man bald mal ein 2:0 machen würde. Kommt, Jungs, ein bisschen mehr Kutic mit Gelb. Ich möchte nicht wieder zittern. Alle drei Wechsel jetzt vollzogen bei Bosnien, die jetzt 4-3-1-2 spielen. Und wir machen jetzt bitte das 2:0. Merino. Suarez nochmal runter auf Grimaldo. Oh, schön durchgesteckt. Nochmal in die Mitte. Gerard Moreno vorbei. Eieieiei. Ja, es hilft alles nichts. Soler raus. Ist Ceballos rein. Oh, Kutic. Das ist gelb-rot. Rumänien führt übrigens weiterhin 2:1 gegen Dänemark. Da hat sich nichts geändert. Weiterhin 2:1. Und damit wären wir aktuell halt wirklich als Erster weiter. Und das nach diesem Start. Aber es ist noch nichts vorbei. Oh, das ist ein Elfmeter. Okay, warte mal. Wirklich Moreno? Moreno, hast du dicke Eier? Ja, hat er. Komm, macht er. Macht er. Komm, komm, mach. Please. Please. Dann müssen wir nicht zittern, Moreno. Bitte. Yes. 2:0. Sehr schön. Sehr, sehr fucking nice. Dennis Suarez geht raus. Aguirre kommt. Für die Fitness. Wir können uns erstmal ein bisschen entspannen. Und schauen ganz, ganz genau drauf, was
Rumänien macht gegen Dänemark und zwar das 3:1. Nach diesem Start gegen Dänemark, ne, mit diesem Gegentor, wirklich, jetzt nach den drei Gruppenspielen auf 1 zu landen. Wow! Unfassbar. Dänemark sah auch echt gut gegen uns aus, so dachte ich, die werden locker die Gruppe toppen. Aber jetzt sind sie draußen. Rumänien weiter, Spanien weiter. Wobei die besten Gruppendritten kommen noch auch noch weiter, oder? Ich glaube, da gehört Dänemark dann zu. Ich glaube, das war irgendwie so bei der letzten Euro. Ich glaube, das ist auch bei dieser Euro dann so. Wir gewinnen 2:0. Tabellenplatz 1. Wer hätte es gedacht nach dem ersten Spiel? Sehr gut, Jungs. Schritt 1 ist gemacht. Und danke an Rumänien, ne? Spielen wir jetzt gegen den Tabellenzweiten aus Gruppe A? Das wäre dann England. Kann man irgendwie einen Turnierbaum hier sehen? Please. Anscheinend nicht, aber ich denke mal, Terminplan. Nee, das ist es nicht. Ich denke mal, ne, Gruppe A wird es sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann England wird, oder? Für die zweite Runde qualifiziert. Ah, hier steht noch nicht... Ja, wir werden es gleich erfahren, ne? Erstmal gucken wir uns die anderen Ergebnisse an. Aber ich würde jetzt eigentlich sagen, dass es meistens Gruppe A gegen Gruppe B ist, oder? Also auch bei der Euro. Boah. Das war jetzt echt ganz schön aufkratzen, ne? Mal schauen, wir könnten... Wir warten erstmal ab, was so passiert. Ich überlege gerade, ob wir noch das dritte Spiel reinbringen könnten in dieser Folge. Dass halt immer noch nichts kommt von Real Madrid, ne? Ist echt heftig. Die ignorieren uns einfach. Italien 3:2 gegen Irland und Ukraine 0:0. In Gruppe C sieht das dann so aus, dass Italien auf 1 weiter ist und Island auf 2 weiter. Ukraine scheitert knapp, hat aber auch nur 3 Unentschieden geholt, also... Einen Sieg sollte man wohl schon holen. Russland gewinnt gegen Bulgarien und Portugal gewinnt gegen Deutschland. Und das heißt, dass Deutschland raus ist, oder? 3 Punkte nur, Deutschland ist raus. Punktgleich mit Bulgarien. Portugal, Russland weiter. Beide mit 6 Punkten. Mann, ich weiß noch nicht, wie das mit den Gruppenzweiten ausschaut. Dritten, sorry. Ah, das werden wir gleich erfahren. Wie viele Gruppen haben wir denn? Gruppe F? Egal, wir gucken gleich, ne? Wir schauen uns erstmal die Ergebnisse an. Das kann natürlich auch sein, dass die Gruppendritten jetzt dann erst dann gegen die Gruppenersten müssen und die Gruppenzweiten gegeneinander. Ich weiß es nicht. Es ist schwer so lange her. Ich möchte auch Rodrigo nicht haben, ne? Also keine Ahnung, was sich die Medien da zusammenschustern. Frankreich gegen Norwegen. Kroatien gewinnt 2:0 gegen Schweden. So viel ist klar. Slowenien, ja, Champions League interessiert uns jetzt halt überhaupt nicht. Ne? Schade übrigens, dass man keinen trainingsfreien Tag haben kann. Griechenland 1:0 gegen Slowenien. Gruppe F angeführt von Schweden. Punktgleich mit Griechenland. Kroatien scheitert aktuell. Platz 3 mit 4 Punkten. Frankreich 3:1 gegen Norwegen und Schweiz 1:4 verloren gegen Belgien. Gruppe E. Ach guck mal, jetzt sind die Gruppendritten drin. Schweiz mit 4 Punkten weiter, Belgien und Frankreich beide mit 6 Punkten weiter. Dänemark kommt auch noch weiter, Ukraine kommt weiter, Deutschland ist wirklich raus und Kroatien kommt weiter. Ach Deutschland, ne? Also da wird der Trainer dann definitiv gleich gezündet. Und dann wird es da ein bisschen Chaos geben. Barca bekommt 3,5 Millionen und Di Marta hat sich leider verletzt. Und gegen wen spielen wir? Wir ziehen die Ukraine. Alles klar. Die Ukraine wird es also werden. Dreimal unentschieden gegen Italien, Irland, Island. Die sind bestimmt richtig eklig.
Und das Spiel ist schon am Samstag. Komm, das nehmen wir noch mit. Und ich hoffe, wir gewinnen auch. Oh shit, Chelsea hat Palazzo verpflichtet. Den wollte ich hier gerne haben eigentlich. Egal, wir konzentrieren uns auf die Euro. Auch wenn das Transferfenster gleich öffnet, aber ist eh alles Fakt. Ukraine, boah, das wird aber richtig pervers gegen die, wenn die halt wirklich so oft unentschieden gespielt haben. Gibt's nichts Interessantes. Betsy hat ein Angebot gemacht, aber das ist uns komplett wurscht aktuell. Fitness, ja, sieht in Ordnung aus. Odriozola kann wieder mitmachen, aber wird definitiv nicht spielen. Mal schauen. Wir spielen wo? Im Stadion von gar keinem anscheinend. Okay. 45.000 Plätze Stadion steht einfach irgendwo rum und wird nicht benutzt. Gegen Island hat man 4-3-3. Ja, doch, 4-3-3 gespielt. Island hatte 4-4-2 gespielt. Irland war ein 4-3-3 bei Ukraine und Irland hatte ein 4-2-3-1. Und gegen Italien, das 1-1, da haben sie eine 4-1-4-1 gespielt, die Ukrainer, und mussten jetzt zum dritten Mal in drei Spielen einen Verteidiger auswechseln. Und Italien hatte 4-3-3 gespielt mit drei Stürmern. Also die sind extrem ekelhaft in der Defensive anscheinend. Die mauern wohl richtig gut und versuchen dann vorne zuzuschlagen. Also genau das, was gegen uns effektiv ist. Könnte gleich schon vorbei sein, ne? Dadurch. Aber wir probieren alles Mögliche bei uns, dass wir weiterkommen. Olympiakos Kostic, lol. Der Scheißhaufen. Die Frage ist, was wohl gegen die gut ist dann. Ich habe halt letzte Folge noch gesagt in der Vorbereitung, dass ich gerne in jedem Spiel die Fünferkette spielen möchte. Aber ich glaube, davon rücke ich jetzt mal ab und revidiere meine Aussage. Mal schauen. Hier gibt es weiter nichts Interessantes. Es ist jetzt halt wurscht, ne, erstmal. Gehaltsbudget, ach so, Assistenztrainer, ja. Hier müssen wir kurz mal drauf achten. Also aufgrund der Wettbewerbsregeln beträgt die Anzahl der erlaubten Nicht-EU-Spieler für Milan in der kommenden Saison ein Spieler. Also einen dürfen wir uns anscheinend holen. Es gelten keine Einschränkungen bezüglich der Qualität neuer Spieler. Okay. Darüber hinaus hat der Verein die Möglichkeit, einen weiteren Nicht-EU-Spieler zu verpflichten, wenn sie einen Platz für einen Nicht-EU-Spieler freimachen, indem sie einen solchen ins Ausland verkaufen oder verleihen, alternativ auch dann, wenn ein derzeitiger Nicht-EU-Spieler an seinem Vertragsende freigestellt wird. Oder ein entsprechender Staatsbürger. Okay. Also ich verstehe es jetzt wirklich so, wenn ich jetzt wirklich Gaviao verkaufe, ja, was ich ja möchte, dass ich mir dann zwei holen darf. Ich hoffe, das ist richtig so. Wir bekommen 80 Millionen an Fernsehgeldern und spielen in der Supercoppa. Heißt die Supercoppa? Ja, Supercoppa gegen Napoli. Ah, das Castello-Vertrag wurde aufgelöst, okay. Und U18 Division 1 wurde ausgelost, aber das ist momentan wurscht. Okay, Saisonende kurz, das dauert kurz mal ein bisschen. Ach so, ist schon gar nicht so lange gedauert. Ja, das ist gerade sau uninteressant. Ich möchte mich nur auf die konzentrieren. Ich sage immer qualifizieren, also im Kopf. So dumm. Krei. Das hier ist unwichtig. Rumänien ist weiter. 1-0 gegen Griechenland. Also die haben nochmal ordentlich gepusht. England sehr souverän. 4-0 gegen Island. Und jetzt sind wir dran. Andrei Schewtschenko ist Trainer von der Ukraine, die uns schlagen möchte aus den letzten 5 Spielen. Das sind letzte 4 Spiele, oder? Hä? Hä? Wieso sind hier nur 4 Spiele und bei uns sind 5? Egal. Wurscht. Wir müssen gewinnen.
So einfach ist es. Bleibe ich so oder ändere ich was? Die Frage wäre größtenteils eigentlich nur, ob wir Carrillo rausnehmen oder nicht. Und Carrillo ackert, also lasse ich ihn drin. Wir bleiben in der gleichen Elf wie gegen Bosnien und wollen ins Viertelfinale. 4-3-3 bei der Ukraine. Und ich erwarte nichts anderes als einen Sieg. Jungs, ihr müsst pushen. Ich möchte mal heute Pressing auf die Außenverteidiger ziehen, damit die ein bisschen Schiss bekommen. Den Stürmer werden wir in die Manndeckung nehmen, weil ich nicht zutraue, dass Subkov als auch Sobol, der vorher übrigens Linksverteidiger war, allzu oft nach innen ziehen. Ich denke mal, die werden viele Flanken reinschlagen und dann sollte man den Gegenspieler am besten in die Manndeckung nehmen. Aber wir müssen halt reagieren, falls irgendwas nicht klappt. Denn jetzt geht's halt um alles oder nichts. Erstes K.O.-Spiel, Achtelfinale, Euroleague. Europameisterschaft, Euroleague war was anderes. Hier gibt es leider kein Hin- und Rückspiel, hier gibt es nur das K.O.-Spiel schlechthin. Also auf geht's. Ah, Sensio, ein bisschen in den Rücken von Dennis Suarez gespielt, aber kommt an. Soler. Schön ruhig bisher, aber dann bitte eiskalt zuschlagen. Dennis Suarez, nochmal zurück auf Merino. Aber man sieht es wirklich, Ukraine ist sautief am Stehen. Aber jetzt vielleicht ein schöner Pass durch. Der Super Inyaki Williams hat den Ball und schießt Schewtschenko ab. Der ist nicht nur Trainer, sondern steht auch im Tor. Scheiße. Schade, war gleich eine super, 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 super Chance, aber leider mal wieder auch nicht genutzt, ne? Das ist ja auch relativ auffällig bei uns. Schöner Pass. Auch schöner Pass. Nochmal ein bisschen Eröffnung über die rechte Seite. Direkte Flanke. Ja, das war nix. Bisschen übermütig von dem Serri. Ja, Merino. Kurz ein bisschen Angst gehabt, dass er gleich wieder die Monstergrätsche kommt und die rote. Das sollte bitte nicht nochmal vorkommen. Asensio. Macht einen Run. Aber bitte jetzt nicht abziehen. Ja. Passgenauigkeit ist aber mal da. Das ist gut. Ballbesitz ist auch da. Nur wir müssen eine Chance auch relativ fix nutzen. Nicht, dass Ukraine irgendwie denkt, die können hier was reißen. Müssen die halt sofort weghauen, dass sie da nicht ansatzweise Hoffnung bekommen. Aber auch nach 20 Minuten gibt es auch kein Tor für Spanien. Wir tun uns schwer. Wir hatten halt schon eine gute Chance. Inyaki dann leider keinen guten Abschluss. Und jetzt ist die Ukraine mal in unserer Nähe, aber der Einwurf direkt zu Dennis Suarez. Schön zu sehen, dass das nicht nur bei uns immer passiert. Schön klug spielen, Jungs. Keinen dummen Pass. Nicht zu viel Risiko. Asensio. Ja, der sieht sehr gut aus. Carrillo! Mann! Schon wieder so eine gute Chance. Und schon wieder daneben. Ja, der kommt bei uns nur an. Nacho schön antizipiert, klug aufgepasst. Und vor allem nicht mit dem Kopf hingegangen und direkt zum Gegner gespielt, sondern schön sicher per flachen Pass zum Mitspieler mitgebracht. Inyaki, ah, schade, ich dachte, er kann durchstecken. Jetzt ist er unten wieder blank. Er schießt dieses Mal nicht, sondern musste gute Flanke reinbringen. Der sieht nicht gut aus. Ja, Inyaki hat ein paar Probleme da. Bisschen viel Platz da gerade für die beiden zentralen Spieler. Oh Gott, please not. Jungs, bitte nicht! Eieiei. De Gea gerade so noch mit den Fingerspitzen dran. Die erste klare Torchance für die Ukraine, die gleich eine Ecke hat.
Zipkov, den bekommt er. Unten müsste man vielleicht mal decken. Oh, geiler Pass auf Sobol links außen. Flanke in die Mitte, aber direkt ins Aus, beziehungsweise ans Außennetz. Sobol auch gleich mit Gelb. Jungs, Konzentration, please. Wir sollen ein bisschen aufpassen auf den Sobol. Immer pressen. Ah, ich weiß nicht. Die Flanken sehen auch nicht so geil aus. Schaut euch das mal an, wo die überall hingehen. Da kommt überall der Herr eigentlich ran. Roberto mit Gelb. Und Nacho auch gleich hinterher. Jungs, reißt euch zusammen. Wir können uns das hier halt hier nicht leisten, eine Unterzahl zu spielen. Ach, Mann, Carillo. Iñaki, Merino. Alle nicht so gut vorne. So, Halbzeit. 0 zu 0. Beide schon mit geilen Torchancen. Wir hatten zwei richtig, richtig starke. Ukraine hatte auch eine richtig, richtig starke. Passgenauigkeit ist gut, Tacklings sind gut, Ballbesitz ist gut. Torbilanz nicht gut. Jungs, ihr müsst mal richtig gut spielen jetzt bitte. Dennis Suarez schafft es momentan nicht wirklich gut zu spielen. Die Außen sind anscheinend gut dicht. Dann probiere ich jetzt mal was. Und zwar, ich ziehe sowohl Iñaki als auch Dennis Suarez ein bisschen mehr in die Mitte. Und wir spielen dann ein enges 4-2-3-1 mit vorgeschobenen Spielmachern. Das habe ich früher gerne gemacht. Und vielleicht klappt's. Weil wenn die Außen dicht sind, können wir vielleicht die Räume dazwischen, zwischen den Außen und der Mitte, besser ausnutzen. Erstmal gibt's aber leider eine Ecke für die Ukraine. Nein! Warum? Soler! Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott! De Gea, please. Bitte, De Gea, bitte, 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 De Gea. Oh, yes! Ey, wie dumm kann man auch sein, ne? Eine Minute in der zweiten Halbzeit drin und schon Elfmeter. Glück für uns, dass der Typ Malischew komplett verzogen hat. Eieieiei. Ah, Iñaki hat sich leicht verletzt, Knöchelprellung. Lass mich doch mal please mehr fordern. Ukraine wird stärker. Oh, Jungs! Wie scheiße kann man das verteidigen? Holy shit, was macht ihr denn? Der kommt da zum fucking Schuss. Alter, seid ihr beschissen. Oh nein, Mann! Das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Mann, Mann, Mann. Iñaki geht, Doppelsturm steht an. Moreno. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wie dumm. Warum müssen wir so bescheuert in die zweite Halbzeit starten? Was ist denn falsch mit euch? Was ist da nur falsch? Oh Mann, jetzt wird's richtig schwer gegen eine Mannschaft, die nur hinten drin steht. Ja, ich habe doch gerade extra gewechselt, Mann. Lass mich doch Iñaki wenigstens rausnehmen, bevor der tot ist. Mann, Alter, ey, wie dumm das verteidigt war. Er kommt halt zum fucking Schuss. Das ist halt richtig schlimm. Asensio, Eckball, komm rein mit der Scheiße. Ach Mann, mal wieder drüber. Alles nach vorne. Kommt schon, Jungs. Ihr müsst euch bewusst sein, was passiert, wenn wir jetzt hier gleich verlieren. Dann ist vorbei. Dann gibt's doch nichts mehr. Und das ist halt Ukraine. Die haben halt drei Unentschieden gespielt, Mann. Soler, hör auf rumzupennen, Mann. Was ist denn... Oh, nee. Grimaldo, super antizipiert. Komm. Carillo, ein guter Abschluss. Ein guter Abschluss. Nein, nicht direkt ein Rückpass in die Hände vom Torhüter. Saul kommt rein für Soler. Nein, Koke. Koke ist besser. Koke schafft es. Koke ist ein guter. Komm schon, Mann. Hey, die ganze Arbeit bei Spanien und dann gegen Ukraine scheitern. Das darf halt nicht passieren. Aber die Zeit, die rennt. Die rennt extrem. Aguirre kommt für Merino.
So, so. Drei Stürmer. Alles raushauen, irgendwie. Lang, einfach nur lang natürlich bei der Ukraine. Das wird auch zum Ende der Partie nicht mehr anders aussehen. Bei uns aber ebenso. Ach, den Kopfball. Er stand so unfassbar frei. Warum macht er dann Kopfball? Untersteh dich. Ah, den bekommt Agida. Super antizipiert. Und jetzt sind's leider doch nicht so viele, wie ich gehofft hätte. Muss nach unten spielen. Was machst du? Unten war alles blank. Was macht der? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Das kann nicht wahr sein. Haben keinen Wechsel mehr. Und wir brauchen noch den Ausgleich. Oh fucking shit. 6 Minuten Nachspielzeit. Komm, komm! Bitte mach irgendwas, was gut ist. Moreno. Nacho. Koke, bitte, Koke, ich hab dich extra reingebracht, weil du was Gutes machen sollst. Der ist gut. Karriere über das Tor, Mann! Was machen die denn? Wie viele Chancen braucht ihr noch? Kann ich noch irgendwas sagen? Irgendwie sagen, please. Ich bringe euch alle um oder so. Das kann nicht wahr sein, ey. Nicht gegen die Ukraine, Mann. Na, ah, komm, kriegst du den? Nein, kriegt er nicht. Und das war's. Sobol ist durch. Und schießt ihn drüber, der Idiot. Das war's. Unfassbar. Null zu eins gegen die Ukraine und die ganze Arbeit, das ganze Aufbauen bei Spanien umsonst. 18 Schüsse, 6 aufs Tor, 4 klare Torchancen, 0 Tore. Da geht man auch nicht mehr ran. Man hätte jetzt nochmal einmal eine Chance gehabt, aber sie haben sich aufgegeben. Spanien ist raus. Wir sind raus. Schlechteste spanische Mannschaft aller Zeiten. Puh. So krass, ne? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wir haben halt 4 klare Torchancen gehabt. 4. Das sind 400-prozentige, ne? Das ist jetzt halt kein Schuss aufs Tor oder so, was du halt auf jeden Fall mal hast. 4 ist schon eine extrem hohe Zahl, finde ich, und sie haben es einfach nicht geschafft. Unfassbar. Unfucking fassbar. Unfucking fassbar. Was eine unfassbare Kackmannschaft halt auch. Nix können die leider. Ich hab alles versucht, ganz ehrlich. Was soll ich denn da machen? Ich hab eine Taktik gehabt, wo Ballbesitz gut ist, wo man eigentlich nicht so viele Probleme hat, wo man fucking 5 Verteidiger hat und sie haben unfassbare defensive Probleme gehabt. Vorne ging trotz 2 Stürmern und einem Zehner absolut gar nichts, weil die anscheinend nichts können. Ich habe umgestellt auf 4-2-3-1, trotzdem voll viele Probleme. Defensive löchrig, zu viele einzelne Fehler immer. Und vorne können anscheinend keine Spieler bei Spanien Tore machen. Also wie Aguirre halt
32 Tore gemacht hat, ich weiß es nicht. Wie Kadeyot 27 Tore machen konnte, ich verstehe es auch nicht. Aber sie brauchen halt anscheinend 40 Chancen pro Spiel, um ein Tor zu machen. Und das ist in der Euro, das geht halt nicht. Unfassbar. Unfucking fassbar. Ich verstehe es einfach nicht. Ach komm, ich will gezündet werden. Alter Schwede. Ich sag dir nochmal, dass... Nee, ich würde den... Kann ich nicht sagen, dass das halt wirklich... Nee, egal. Ey. Unfassbar. Ich habe halt nicht mal stur irgendwie auf eine Taktik gesetzt, sondern ich habe sogar versucht, was zu ändern. Wir haben doch halt sogar das Spiel immer kontrolliert, aber dann, wenn man da einen Fehler hinten sieht und dann sofort ein Gegentor bekommt und dann vorne aus den zigtausend Chancen nichts macht, was kann ich denn da als Trainer machen? Was soll ich denn da machen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Du bist halt so hilflos, weißt du? Du sitzt da halt und denkst hier, Jungs, ihr habt so viele Chancen, warum macht ihr diesen scheiß Ball nicht rein? Und sie machen ihn halt einfach auch überhaupt nicht nach zigtausend Chancen nicht rein. Es ist halt so unfassbar. Ich kann es einfach überhaupt nicht fassen, dass man sowas sehen muss. Unfucking fassbar. Es ist so krass. Jungs, kommt, zündet mich endlich. Ich will hier nicht mehr sein. Dänemark nach Verlängerung 2-1 gegen Portugal gewonnen. Schweiz kickt die Niederlande raus. Boah. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich will die Statistik sehen. 22 zu 10 Schüsse. Ich meine, es sind ja nicht mal unbedingt diese Schüsse und diese Schüsse aufs Tor, ne? Auch wenn das wirklich ein, so ein großer, ein sehr großer Faktor ist, weil die Prozentzahl ist schon unfassbar niedrig. So bei Niederlande, ne, so knapp unter 40, Quatsch, knapp unter 50, aber noch über 40%, das ist ja in Ordnung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wobei es waren 7, ne? Okay, ja, aber trotzdem so 35-40%, das ist ja noch in Ordnung. Aber halt bei uns gefühlt 10%, das geht halt nicht. Oder halt in dem einen Spiel, wo wir irgendwie jetzt gerade 31 Schüsse hatten, dass es da knapp 30% war, das ist zu wenig. Italien 3-1, Kroatien und ich werde anscheinend nicht gezündet, deshalb kündige ich mal von mir aus, denn die Scheiße will ich mir nicht mehr geben. Was eine Scheißmannschaft, was für Kackspieler, die nicht mal ansatzweise wissen, wie man Tore schießt. Unfassbar. Sorry, ich bin richtig fuchsig gerade. Wenn halt meine scheiß U16-Spieler das schaffen, diese Taktik zu kapieren und mal nicht dumm zu spielen, aber halt gestandene Nationalspieler von Spanien nicht, dann kapiere ich das einfach nicht. Auch wenn ich natürlich Schuld auf mich nehmen muss, ganz klar, ne, das ist jetzt nicht nur den Spielern geschuldet. Ich hätte auch was machen können. Ich hätte vor allem besser anscheinend die Spieler aussuchen können über die ganze Zeit und nicht irgendwie auf so einen Kern aus 40 Spielern immer zurückgreifen sollen. Aber ich dachte, irgendwie werden die es ja kapieren. Vor allem, das sind halt so starke Spieler, die haben krasse Werte. Aber wenn ein Carlos Soler halt so eine Scheiße macht oder ein Odriozola, dann kann ich es einfach nicht kapieren. Dass die beim Verein anscheinend erfolgreich sind. Alleine Odriozola, ne? Das war ja unfassbar. Pizzi wechselt zu City, 54 Millionen. Dias Transfer wurde bestätigt. Was hat denn der für einen Marktwert jetzt? 23,5 Millionen. Freundschaftsspiele gucke ich mir gleich an. Milan möchte uns anscheinend, Real Madrid möchte uns anscheinend wirklich nicht haben. Mittlerweile dürfte die Jobsicherheit wahrscheinlich auch wieder hoch sein von Real Madrids
Allegri, nein, ist nicht. Ich kann nicht nochmal Interesse bekunden. Nee. Sonst irgendjemand unsicher? Nein. Jedenfalls kein relevanter. Können jetzt zu Atletico Madrid B gehen. Ja. Vielleicht haben wir nochmal was losgekickt mit unserem Wegsein von Spanien. Hier stand ja gerade irgendwie, dass Slaven Bilic noch interessiert wäre, ne? Jiménez, das wäre von Vallecano, das macht keinen Sinn. Carrasco, Las Palmas und Bilic wäre Lazio, also nichts, was für uns interessant wäre. Wir müssen mal gucken, wie es in der nächsten Folge so läuft. Ich werde mich jetzt erstmal richtig ärgern, weil ich Hass schiebe auf die Spieler und dass man halt gegen die Ukraine so spielt. Und ja, ärgert mich halt auch extrem, dass wir so ewig lange bei Spanien waren und halt so viel gemacht haben und so viel Zeit damit eigentlich vergeudet haben, um dann halt diesen Mist zu sehen. Ah gut, ich werde mich jetzt erstmal abreagieren und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Boah, ich habe keine Ahnung, mein Zettel ist so voll, ne? Ich glaube, es ist ein Mittwoch. Also bis dahin. Tschüss!